Moin, hier ist Robert und heute wird es absolut spannend, denn heute werde ich dir 7 Dinge verraten, die ich gerne als Unternehmer früher gewusst hätte. Denn vor ein paar Wochen hatte ich mein 5-jähriges Jubiläum als Unternehmer und ich habe einen Urlaub in Frankreich dazu genutzt, um mich einfach mal einzusperren und runterzuschreiben, was waren wirklich meine größten Fehler, was waren die größten Learnings und vor allem auch, welche Projekte haben wirklich extrem gut funktioniert. Und das werde ich dir heute in diesem Video herunterbrechen, damit du davon direkt lernen kannst, denn tatsächlich hätte ich diese Dinge gerne vor meiner Reise als Unternehmer schon gewusst. Das hätte mir viel Zeit und Geld gespart und vor allem hätte es mich auch viel, viel schneller dahin gebracht, wo ich heute bin. Und ich würde sagen, dass wir direkt in das Video reinspringen. Die erste Sache, die ich gerne früher gewusst hätte, ist, dass ein Großteil des Erfolgs gar nicht in irgendeiner Strategie, dem Konzept, dem Geschäftsmodell steckt, sondern in dir als Person, wie viele Schmerzen du am Ende aushältst. Das hört sich vielleicht schlimmer an, als es am Ende ist. Das Konzept dahinter nennt sich Pain Tolerance. Aber die Idee dahinter passt hundertprozentig, nämlich wie viele Rückschläge hältst du aus und machst trotzdem weiter. Entlang des Weges habe ich so viele Leute kennengelernt, die 2, 3 Startup-Ideen hatten, die ausprobiert haben, die jedes Mal nicht geklappt haben und dann gesagt haben, hey, dieses Unternehmerding ist nichts für mich. Und ich muss selbst sagen, dass es zu meiner Zeit, als ich noch mit Pfeffermühlen auf Amazon gehandelt habe, diesen Zeitpunkt gab, wo ich wirklich das Weihnachtsgeschäft mitnehmen wollte, dem Logistiker gesagt habe, mach alles fertig, koste es, was es wolle. Ein paar Wochen später habe ich wirklich den Briefkasten aufgemacht und eine Rechnung über 10.000 Euro dort gehabt. Und das war eine Summe, die ich mir nie hätte vorstellen können zu dem Zeitpunkt, mit der ich komplett nicht gerechnet habe. Und wirklich weiß noch, wie ich im Treppenhaus stand, meine Ohren wirklich klingelten, weil ich so eine Angst hatte. Farina neben mir stand und meinte, warum wirst du so kreidebleich gerade? Und das war wirklich so ein Moment, wo vielleicht der eine oder andere gesagt hätte, hey, vielleicht ist das doch nicht irgendwie was für dich. Ich musste wirklich einige Nächte drüber schlafen und auch zu dem Zeitpunkt gab es eigentlich kein, ob man zurückgeht in den Job oder nicht, sondern meine Frage war auch zu dem Zeitpunkt, wie kann es funktionieren? Am Ende habe ich dann meine Wohnung untervermietet, bin zu Farina gezogen, habe irgendwie die Ware dann schneller verkauft bekommen, als ich dachte und irgendwie habe ich das wieder nach Hause bekommen. Aber zu jedem Zeitpunkt wirklich immer wieder bereit zu sein, zurückzugehen, sich einzuschränken, zu verzichten, Schmerzen und Rückschläge in Kauf zu nehmen und weiterzumachen, ist einer der größten Erfolgsfaktoren, auf die du dich einlässt, wenn du die Reise als Unternehmer einschlägst. Die zweite Sache, die ich gerne früher gewusst hätte, ist die Tatsache, dass wirklich Verkaufen das Fundament für alles ist. Und das ist etwas, was ich auch früh lernen musste. Ich dachte, dass ich schon ein bisschen ein Händchen habe dafür, Leute, Menschen überzeugen zu können, aber tatsächlich die ersten Monate in meiner Selbstständigkeit unglaublich damit gekämpft habe, meine Angebote erstens zu entwickeln, was schon schwierig genug war, und sie dann wirklich zu verkaufen. Ich habe mich mit zahlreichen Leuten getroffen, alle meinten, Robert hört sich nett an, aber gerade keinen Bedarf, bis irgendwann mir ein Freund zur Seite sprang und meinte, Robert, du bist zwar der nette Berater, aber du bist halt kein Verkäufer. Und das hat mir wirklich die Augen geöffnet, in eine völlig neue Welt, dass man trotzdem die Leute beraten kann, aber am Ende es trotzdem schaffen muss, den Sack überspitzt zuzumachen, dass die Leute wirklich sich für eine Zusammenarbeit entscheiden. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mir wirklich jedes Buch zum Thema Vertrieb bestellt, habe mir jeden Kurs gefühlt gebucht und auch Coachings noch dazu gebucht, bis das wirklich trittsicher saß, dass ich wusste, dass ich Interessenten ganz genau mein Angebot erklären konnte und es am Ende des Telefonats oder auch des Gesprächs wirklich valide hinbekommen habe, sie zu einer Zusammenarbeit zu führen und ihnen ganz klar auch zu zeigen, welche Vorteile sie davon haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Und das ist wirklich auch etwas, worauf ich die ersten Jahre in der Selbstständigkeit oder auch als Unternehmer komplett richten würde. Das kann auch bedeuten, dass man sich bei jemand anderes oder bei einem anderen Unternehmen nochmal einen Sales-Job sucht, aber ohne dass man verkaufen kann, wird man eigentlich die längste Zeit strugglen. Und es ist das absolute Fundament, damit jede Selbstständigkeit oder jedes Unternehmertum funktioniert. Die dritte Sache ist meiner Meinung nach die absolut wichtigste, wenn man als Unternehmer relativ weit kommen möchte. Und zwar, du musst eine Arbeit finden, an der du Freude hast und dann wird Geld und auch vor allem viel Geld folgen. Und das ist eine große Überzeugung, die ich entlang des Weges entwickelt habe. Ich glaube, gerade bei Sportlern und bei Musikern kann man es extrem sehen. Die haben sehr früh die Sache gefunden, mit der sie wirklich besessen sind. Sei es ein Basketballer, sei es ein Golfspieler, die sind wirklich besessen davon. Ich habe mal ein Interview mit Tiger Woods gesehen.
Und er meinte, er kann es nicht seine Faszination erklären, diese Faszination, den Schläger zu schwingen und zu versuchen, einen Ball in ein Loch zu bekommen. Aber er ist absolut besessen davon, das zu meistern. Und bei Unternehmertum ist es genauso, dass man seine Arbeit finden muss, die einem unglaublich viel Freude bereitet, weil nur dann steckt man die extra Stunden rein, brennt nicht aus und entwickelt sich auch immer weiter. Ich habe mal einen schönen Podcast gehört, da hat jemand gesagt, first happy, then wealthy. Und daran glaube ich auch. Das große Problem gerade am Anfang ist, dass man halt wirklich so 100 Bälle hochwerfen muss, bis man einen fängt. Also das bedeutet, gerade am Anfang würde ich in Experimenten denken und wirklich möglichst viele Sachen ausprobieren. Ich musste auch E-Commerce ausprobieren, um zu merken, dass es das nicht ist. Ich musste auch Agenturdienstleistung anbieten, um zu merken, dass ich da drin nicht stark bin, um ultimativ wieder rauszukommen, um zu merken, dass Beratung halt mein Thema ist und dass Content mein Thema ist. Aber du musst dich ausprobieren, um am Ende dann dorthin zu kommen an Arbeit, die dir wirklich große Freude bereitet, weil auch das zusätzliche Fundament ist, um wirklich Großes zu erreichen. Großes erreichen ist die perfekte Überleitung für Punkt Nummer 4, und zwar wirst du in deiner unternehmerischen Reise dir irgendwann die Frage stellen, hoffe ich doch, wie knacke ich die 1 Million Jahresumsatz mit meinem Unternehmen? Das ist tatsächlich etwas, was mich die letzten Jahre lang wirklich beschäftigt hat, ich nachts auch wachgelegen habe und diesen Award von Russell Branson von ClickFunnels von der Bühne abholen wollte und gesagt habe, ich will das knacken. Und rückblickend muss ich sagen, dass es irgendwie einfacher war, als ich dachte. Denn am Ende braucht man eine Zielgruppe, ein Angebot, eine Plattform und am Ende ein Funnel. Das bedeutet, man braucht am Ende viel weniger, als man lange Zeit denkt. Was ich alles ausprobiert habe, von Vorträgen über Lunchen, über Seminare, Podcasts, Instagram, jede Strategie habe ich gefühlt probiert, bis ich irgendwann alles gekappt habe, mich nur noch auf LinkedIn konzentriert habe und einen Funnel wirklich zu 1 Million getrieben habe und wirklich perfektioniert habe. Und das ist auch eine Idee, die ich von Russell mitgenommen habe. Er meinte, wenn ein Funnel noch keine 1 Million macht, dann fang keinen zweiten Funnel an, sondern perfektioniert diesen einen. Und das hat mir unglaublich geholfen und hat auch wirklich in unter 2 Jahren am Ende dazu geführt, dass ich diesen Award von Russell abholen konnte und diese magische Grenze geknackt habe. Das bedeutet, konzentriere dich so früh wie möglich wirklich auf ein spezifisches Angebot für eine Zielgruppe. Wenn du das hinbekommst, dann bist du wirklich auf dem besten Pfad, auch die 1 Million irgendwann zu knacken. Wir haben gerade über 1 Million gesprochen und jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 5, und zwar als Unternehmer wirst du Mädchen für alles sein und das lebenslang. Was meine ich jetzt damit? Man hat, glaube ich, diese romantische Vorstellung als Unternehmer und auch als Geschäftsführer, dass man irgendwann, was weiß ich, nur noch an seinem Schreibtisch sitzt, seine Mitarbeiter irgendwie steuert, die Zahlen beobachtet und bestenfalls nur noch Geld zählt. Die Realität sieht bis dahin doch noch relativ anders aus. Denn man, am Ende gibt es viele Aufgaben, die einfach runterfallen, wofür es sich nicht lohnt, jemanden zu organisieren oder zu beauftragen, wo vielleicht die Kapazitäten auch in deinem Team irgendwie fehlen und die du einfach machen musst. Bestes Beispiel war wirklich, als wir in unser Büro gezogen sind in Hamburg, was verdammt groß war, und da war die Frage, wie richtet man so ein Ding ein? Ne? Natürlich hätte man jetzt irgendwie einen Innenarchitekten beauftragen können, das wäre gigantisch teuer gewesen, das Geld hatte ich niemals. Was habe ich gemacht? Ich habe mit Farina und ein paar Jungs geschnappt, sind am Ende zu IKEA gefahren, haben wirklich die Schreibtische eingeladen und saßen wirklich das längste Wochenende da und haben das Ganze alles aufgebaut. Dann hatten wir irgendwann die Idee, das Büro auch zu streichen. Jeder weiß, wie schwierig es ist, irgendwie Handwerker zu finden. Was haben wir gemacht? Zum Baumarkt gefahren, Sachen eingepackt und haben das Büro auch gestrichen. Das hört sich am Ende nett an. Ich glaube, man muss einem nur klar sein, dass es entlang des Weges und auch jede Woche wahrscheinlich oder jeden Monat mindestens Aufgaben gibt, die keiner eigentlich so auf dem Zettel hat, aber die irgendwie gemacht werden müssen. Und das wirst du wirklich dein längstes Leben auch als Teil deiner Reise mitnehmen und mitmachen müssen. Und da darf man sich am Ende, glaube ich, einfach nicht zu schade für zu sein. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, dass man diese Dinge auch alle, ohne drüber nachzudenken, mitmacht. Kommen wir zu Punkt Nummer 6, und das ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Punkte, wo man irgendwann in die Gefahr laufen kann, diesen Punkt wirklich zu vernachlässigen. Denn am Ende kriegst du die höchste Rendite, wenn du in dich selbst investierst. Und das war tatsächlich auch gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit, habe ich mir wirklich jede Woche Bücher bestellt, verschlungen. Ich würde sagen, dass ich wirklich in den Zeiten, wo ich den YouTube-Kanal 5 Ideen noch betrieben habe, 100 und mehr Bücher pro Jahr gelesen habe und wirklich alles aufgesogen habe, was es da draußen gibt. Natürlich entlang des Weges liest man nicht nur noch Bücher, sondern kauft sich Kurse, kauft sich Coachings, geht sogar in Masterminds für über $25.000, steigt dort irgendwie ein, und all diese Investitionen
würde ich jederzeit wieder tätigen, weil sie unglaublich entscheidend sind, dass deine Lernkurve niemals abflacht. Und das ist wirklich eine Erfolgskennzahl auch für mich, dass meine Lernkurve niemals abflachen darf. Und häufig beobachtet man das, wenn man irgendwie unzufrieden ist, wenn man stagniert, wenn man nicht irgendwie weiterkommt, dann liegt es häufig daran, dass man lange nicht mehr in irgendwas investiert hat, sei es auch nur in ein Buch, und einfach neuen Input braucht. Und das ist auch der Grund, dass ich wirklich für mich selbst gesagt habe, die größte Rendite bekomme ich, wenn ich in meine Firma und auch in mich selbst investiere. Und das ist auch der Grund, warum ich wirklich mehrere 10.000 Euro, wenn nicht sogar mehr, in den letzten Jahren alleine in meine persönliche Weiterentwicklung investiert habe und auch jedem raten würde, das unbedingt zu tun, weil man einfach eine extreme Abkürzung dadurch nimmt und Jahre sparen kann, die andere Leute an Erfahrung gewonnen haben. Kommen wir zum siebten und letzten Punkt, und das ist eine Erkenntnis, die ich gerade in den letzten Monaten hatte, dass man mit harter Arbeit niemanden mehr schlagen wird, wenn man Ressourcen hat. Und das ist ganz, ganz wichtig. Was bedeutet das jetzt? Gerade am Anfang in der Selbstständigkeit ist wirklich die Stunden, die du reinsteckst, der absolute Schlüssel. Denn du musst finden, du musst eine Tätigkeit finden, eine Aufgabe finden, die dir Spaß macht, und dafür muss man einfach Stunden reinstecken. Und es wäre sozusagen eine Lüge zu sagen, dass dort harte Arbeit sich nicht auszeichnet. Sobald du aber Ressourcen hast, in Form von vielleicht den eigenen Mitarbeitern, von wirklich Kapital, mit dem du was machen kannst, oder auch zum Beispiel Content ist auch eine Ressource oder ein Hebel, mit dem du halt viel mehr Menschen erreichen kannst, oder Code ist der vierte Hebel, den es gibt, geht es mehr darum, wirklich sich Zeit zu nehmen, nachzudenken und gerade zu gucken, wie man diese Ressourcen so clever wie möglich einsetzen kann. Ja? Investiert man sein Kapital zum Beispiel in Werbebudget? Ja? Auf welche Themen setzt man sein Team an? Ja? Kann man seinen Content irgendwie weiter ausbauen und noch mehr Menschen erreichen? Und da geht es wirklich nicht mehr darum, wirklich unendlich Stunden reinzustecken, und das ist wirklich ein absoluter Trugschluss, in den ich auch reingefallen bin, dass ich jetzt einfach merke, dass man sich viel mehr Slots nehmen muss, um nachzudenken, zu überlegen, wie man das clever strategisch angeht und dann all in sozusagen in die Sachen geht. Aber es geht wirklich darum, diese Ressourcen clever einzusetzen und sich selbst auch als Unternehmer zu hebeln, um dann auf ganz andere Levels sozusagen zu kommen, die man niemals mit der eigenen Zeit hinbekommen würde. Das waren die sieben Dinge, die ich gerne früher als Unternehmer gewusst hätte, und vielleicht hast du sogar die ein oder andere Idee davon schon mal gehört. Aber wenn man dann am Ende mit Anfang 30 nochmal in eine Einzimmerwohnung zu zweit und mit Hund zieht, weiß man, was wirklich Pain Tolerance bedeutet. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man wirklich auf diese Sache vorbereitet ist, Lust auf diesen Weg hat. Was mich interessieren würde, ist wirklich, welche eine Idee von den sieben bei dir vielleicht am meisten resoniert hat oder du vielleicht die größte Erkenntnis hattest. Schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Unter allen Kommentaren verlosen wir wirklich jeden Monat jetzt 5 Zugänge für unseren Social Selling Accelerator im Wert von jeweils 250 Euro. Wenn du dir einen Zugang sichern willst, dann schreib einfach den Kommentar unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis gleich.